Hallo zu einem neuen Video von Planet Software zum Motto Zukunftsstark in 3D. Ich möchte in einer kurzen Präsentation zeigen, wie man heutzutage mit nur 5 Klicks 360-Grad-Renderings in 5 Minuten machen kann. Das Ganze hört sich vielleicht unmöglich an, ist aber möglich. Schauen wir uns kurz einmal eine kleine Einleitung an. Heutzutage wächst man ja schon mit 3D oder mit 360 Grad auf. Man kann in Google Maps seine eigenen Gebäude analysieren. Sogar der Windows Player kann mittlerweile 360 Grad Animationsfilme oder normale Filme abspielen, ohne dass man was installieren muss. Und im SolidWorks brauche ich Ihnen, glaube ich, nichts erzählen. Da haben wir schon seit Beginn der Software mit 3D-Objekten zu tun. Der neue Marketplace macht das Ganze noch ein bisschen leichter. Da kann man nämlich seine eigenen Modelle vermarkten oder von anderen Herstellern Daten sogar herunterladen. Das Erstellen von 3D-Daten ist vielleicht noch etwas Spezielleres, aber auch hier, Microsoft macht es vor, man kann einfache Daten aufmachen und diese sogar editieren, indem man es einfach mit dem 3D-Builder das Ganze öffnet und bearbeitet oder dass man es einfach anmalt mit dem Paint 3D. Sehr viele Möglichkeiten. Genauso gibt es sehr viele Anwender, die eine Liebe zu den 360-Grad-Kameras gefunden haben. Hier kann man nämlich dann einfach sein Video auf YouTube hochladen. Und jeder kann sich selber die Perspektive aussuchen, die er gerne hätte. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn wir das nicht nutzen. SolidWorks ist eine 3D-Software, die 3D-Software, und wir haben auch zwei passende Produkte. Natürlich das SolidWorks zum Erstellen des Contents, aber das Veröffentlichen dann mit 360 Grad, das machen wir mit dem SolidWorks Visualize. Das kann zum Beispiel ein einfaches JPEG-Bild sein. Dieses JPEG-Bild kann man dann im VLC Media Player zum Beispiel bewegen und drehen. Kann man aber genauso in YouTube hochladen. Oder man macht gleich eine etwas intensivere, einen Rundgang durch eine Anlage. Zugegebenermaßen, der Rundgang, der nimmt schon richtig viel Zeit in Anspruch. 2 bis 3 Tage braucht man für ein paar Frames. Und das kleine Bild, das dauert auch noch 20 Minuten, ist aber trotzdem schnell erstellt, wenn man bedenkt, was da im Hintergrund für Daten liegen. Wenn Sie jetzt eher der Typ sind, der sagt, nein, große Anlagen sind nichts für mich, sondern ich möchte eher Produkte, meine eigenen Produkte herzeigen. Auch dafür gibt es, wie man hier gut sehen kann, eine Virtual Reality Funktion sozusagen. Man kann quasi eine Serie von Bildern in HTML5 Format in jedem Browser darstellen lassen und der Anwender kann dann selber drehen. Das Ganze ist sehr barrierefrei, weil keine Plugins benötigt werden. Die Renderzeit für so etwas sind lächerliche 5 Minuten. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich natürlich auch kurz herzeigen. Und zwar wirklich dieses Versprechen, 5 Klicks und 5 Minuten. Dazu zähle ich die Klicks unten rechts mit und wir starten. Ich greife zuerst mal auf die letzten SolidWorks-Dokumente zu und schnappe mir da gleich einmal ein kleines Teil. Nach dem Bestätigen der Optionen bekomme ich dann auch eine kleine Rendervorschau. Und jetzt zoome ich nur ein bisschen heran, damit das Ganze bildschirmfüllend ist und gehe auf meinen Export. Es wären jetzt mit 5 Klicks in 5 Minuten wird dieses Bild gerendert, die Stoppuhr läuft mit und im Hintergrund werden alle Erscheinungsbilder, Abziehbilder, Kulissen, Beleuchtungen von SolidWorks übernommen. Und man könnte natürlich noch viel mehr machen. Es gibt sehr viele Effekte, die man hier hineinbauen kann, aber das soll jetzt auch schon reichen, wenn ich jetzt die HTML-Datei in zum Beispiel Google Chrome hineinziehe, ja, haben wir schon hier unser bewegtes Bild. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. 5 Minuten und 5 Klicks. Und wer da jetzt nicht genug davon bekommen kann, der kann uns gerne bei unserer Summer Academy besuchen. Wir haben da, glaube ich, ein ziemlich einmaliges Angebot um die 370 Euro. Wir machen das in Wien, Wels und Innsbruck. Also wer an einem Tag gerne mit einem Experten von uns zusammensitzen möchte, der kann mir gerne eine Mail schreiben, kann mich ausfragen, was die Inhalte sind. Ich werde das gerne abstimmen. Und würde mich natürlich über eine Anmeldung freuen. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass das Video Spaß gemacht hat und dass wir uns vielleicht einmal live sehen, vielleicht auch demnächst auf der Intertool, wo wir ebenfalls vertreten sind. Danke fürs Zuschauen, schönen Tag noch.